Hallo, herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Guten Abend, Servus, grüß dich, Herr Geisch. Freut mich, dass Sie auch noch in den Weiten des Twitch-Livestream-Genießens existent sind. Schon lange nicht mehr gesehen. Wie schaut's aus bei euch eigentlich durch mit Hogwarts Legacy? Weil ich glaube, wegen der Spoiler-Gefahr habt ihr euch immer geweigert, dass ihr zuschauen wollt. Ich gehe jetzt gleich mal die Quest Der Himmel ist die Grenze an, weil da kriegen wir eine neue Besenverbesserung beim RB Weeks. Und danach geht's weiter der Main Story. So, der hat da seinen Shop. Hat's da nicht? Ah ja, ich hab mir gedacht, dass da immer eine Teleport-Flamme gegeben hat. Ich hab die letzten Male, wo ich gestreamt habe, und das war eigentlich nicht so extrem selten, für das, dass es Sommer ist und ich das überhaupt nicht mag, wenn es so warm draußen ist, dass ich stream, habe ich echt oft gestreamt. Aber immer nur Hogwarts Legacy halt. Außer Summer Game Fest im Juni. Da habe ich jeden Tag zumindest Coromon gespielt und durchgespielt auch. Oh, es weihnachtet. Da sind jetzt Weihnachtsbäume aufgestellt in Hogsmeade. Die waren letztes Mal noch nicht da. Cool. Dann schauen wir, was der für eine Besenverbesserung für uns hat. Aber vorher muss ich unbedingt noch die Katze da streicheln. Das geht nicht. Ja, ich habe auch eine Phase gehabt. Ich habe ja, glaube ich, fast 4 Monate lang habe ich nicht gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich wieder mal. Und jetzt taugt es mir wieder richtig. Schön, Sie wieder. So, Albie. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Was heißt Sonderpreis? 4000! 4000 wirst du für die Besenverbesserung haben, wo ich dir die eigentlich ermöglicht habe mit meinem Test. Naja, okay. Servus Berggams. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Ich hoffe nur, dass du dann mit den Spoiler leben kannst, Herr Geisch. Ich krieg bei ihm 60 für geziemend legere Schuluniform. Ich muss jetzt schauen, ob ich in meinem eigenen Shop, den ich habe, mehr kriege. Also da bei ihm war das 60 wert. Ja, kenne ich. Mir ist es komisch, weil es bei... Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Randrocks Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Die schrecken mich nicht, Freundchen. Mit der bin ich schon fertig. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Passt, also die Imelda ist das natürlich wieder wie immer. Ja, ich kenne das ganz gut. Mir ist es etwa... Bei Hogwarts Legacy kann man schon wieder sagen, gleich gegangen. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren. Wo halt hauptsächlich schuld war, dass ich irgendwie dann, ja, wenn ich dann ein paar Tage aufhöre, dann passiert es mir immer, dass ich dann irgendwie einen Hype verliere. Und beim letzten Spiel, wo mir das passiert ist, das war komischerweise Tears of the Kingdom. Das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt. Was ich nur angespielt im Livestream gemacht habe. Aber... Privat habe ich dann wirklich sehr viele Stunden gespielt am Anfang und dann ist das eigentlich abgeflaut, der Hype. Keine Ahnung warum. Wobei man da jetzt wirklich immer wieder vornehme, ich möchte unbedingt wieder spielen. So. Oh, wie schön, Sie hier wieder zu sehen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich gleich viel kriege, weil dann gibt es keinen Grund. Etwas, das Penny für Sie verkaufen soll? Dann gibt es keinen Grund, warum ich das. 66 tatsächlich. Ich krieg dadurch, wenn ich es bei ihrer verkauft, die Ausrüstung mehr.
Na gut, dann muss ich das natürlich immer bei mir selbst im Shop verkaufen. Sonst hätte es ja auch kein Argument für einen Shop geben, dass der existiert. Es ist dann wohl glasklar. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob es in Shop in der Form bei der Xbox bzw. PC-Version auch gibt, weil die Quest mit dem Shop selbst in Hogsmeade ist ja PlayStation exklusiv. Das würde mich interessieren, ob man einen Shop auch kriegen kann. Naja, mir taugt das grundsätzlich schon auch. Bergkamps, das ist nicht so ein Riesenproblem. Was mich bei Tears of the Kingdom ein bisschen zu sehr demotiviert hat, war der Schwierigkeitsgrad. Das ist mein Hauptproblem gewesen. Weil das um Ecken schwerer ist als das erste. Und ich dann auch noch so viele Stunden, wo ich wirklich schon sehr, sehr viel Herzen gehabt habe. Oh mein Gott, das ist im neuen Gebiet ganz, ganz am Ende. Jetzt habe ich das erste Mal einen Grund, dass ich wirklich in das Gebiet vordringe. Oh mein Gott, okay. Na gut, dann machen wir den Auftrag jetzt nicht. Dann gehen wir mal zu Poppy und hören uns ihre Geschichte an. Wo ist der? Nein, das ist ja der Hauptquest, warte mal. Hä? Das ist ja die Sprechblasen. Wo ist das jetzt auf der Karte? Die Gegner, ja. Die Gegner. Selbst Standard-Gegner habe ich zu schwer gefunden einfach. Für das, dass wir da einfach nur von, weiß ich nicht, die Bockblins und so reden. Das ist das, was mich so demotiviert hat. Und das finde ich irgendwie schade. Glück, dir geht's gut. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Was? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Mhm. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Sehr gut, also da haben wir jetzt eine neue Quest aktiviert. Sozusagen. Da fahren wir dann eh von der Poppy wieder, wenn es weitergeht. Und die Schnatzer sind die Vögel, die früher als Schnatze benutzt worden sind beim Quidditch. Servus, Piper Girl! Ja, mir. Die Steuerung ist. Es. Sie ist extrem komplex, die Steuerung bei Tears of the Kingdom. Und das ist das, was mir auch
insofern ein bisschen anzipft, dass ich mich selbst nach, weiß ich nicht, 60 Spielstunden noch immer verdrück, teilweise, wenn ich einfach was machen will. Ich will manchmal einfach nur, weiß ich nicht, normal zuschlagen und dann nehme ich aus Versehen irgendeinen Gegenstand oder irgend sowas. Das passiert mir immer wieder. So, was haben wir da? Das ist die nächste Quest für die nächste Main Quest. Da brauchen wir dann in der Kartenkammer das Gespräch mit der Professor Nia Fitzgerald. Ja, das ist, und das, ja, weiß ich nicht, ob das sein soll in einem Spiel. Dass an das noch immer passiert. Wo ist denn da die nächste? Das mit der Kartenkammer, das ist ja immer so schwer. In der Kartenkammer gibt es ja einen Teleportpunkt. Ich verstehe das nicht. Genau. Genau das. Das, was du sagst, Piper, gell? Das ist genau sowas zum Beispiel. Hey. Ist das der Mr. Moon? Ah, nein. Wie ist Schloss weihnachtlich geschmückt haben jetzt? Also das habe ich in keinem einzigen Harry Potter Spiel gesehen. Sinn fürs Detail haben sie schon. Okay, da ist jetzt gar nichts mehr mit weihnachtlich geschmückt, aber gut, da werden auch selten Leute runtergehen. Und dann ärgere ich mich wieder, wenn ich den Teleportpunkt finde, in die Kartenkammer, wenn ich dort bin. Weil jetzt schon wieder an mir nicht angezeigt worden ist. Es gibt noch hundertprozentig an. Bin ja nicht auf der... Da! Wieso? Wieso zeigt es mir den dort unten nicht an? Direkt bei der Kartenkammer. So, jetzt muss ich mal kurz durchlesen, was ihr da sagt und schreibt. Den Teleportpunkt. Wie heißt denn der Teleportpunkt da? Ja, keine Ahnung. Warte mal, dann schau ich auf der Karte nach, wo ich jetzt bin. Da bin ich. Astronomieflügel, wisst ihr mit Pflanzen? Nein, das kann nicht sein. Es ist ja blöd, dass ich die Stockwerke nicht sehe. Die Ebenen. Ich sehe das immer alles von oben. So, was sagen wir da? Mal kurz da weiter umlaufen. In die Kartenkammer. Willkommen zurück. Willkommen zurück, sagt der Professor Eichmann bei Pokémon Snap. Hallo Professor, es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? In Hogwarts ist der? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Cool. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Boah, cool. Das ist ja geil. Ja, das ist genau das, was mir so nervt, wo man angreift und dann kannst du den Angriff einfach nicht abbrechen. Da ist es mir schon so oft passiert, wenn ich eben genau wie du sagst blocken will, dann... Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Und dann wie blocken geht aber nicht, weil er noch angreift und kriege ich eins auf die Fressen. Und es ist blöd, dass das dort zum Beispiel bei der Quest, bei der Main Quest mit dem, wie heißt denn das Volk, die
die Wasser, die Fischwesen, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißen. Da muss man ja dann zu dem Himmelstempel laufen. Und da waren die Konstrukte als Gegner. Und da habe ich bei einem Konstrukt so oft aufs Maul gekriegt, das war echt nicht mehr normal. Muss da jetzt ab und zu mal kurz. Da hört man irgendwo. Nein, Notiz. Zoras, genau. Irgendwo ist da noch eine Tagebuchseite. Ich hör's. Na, jetzt ist, kommt's von da. Kommt's von da vorn. Oh, da. Alchemie ist ein arkanes Unterrichtsfach, das ältere Schüler belegen können, wenn das Interesse einmal groß genug sein sollte. Es befasst sich mit den vier natürlichen Elementen und der Wissenschaft der Transmutation. Also das ist das, was du gesagt hast, was da an Motivationsdämpfer gekriegt hast, gell? Was du gesagt hast, das hat dich dann so angepisst. Ja, ich komischerweise, bei mir war er einfach dann gleich am Weg, aber ich bin gar nicht so extrem im Weg noch. Ich habe mich nur an das erinnert, was du gesagt hast und habe dann ein bisschen besser aufpasst, dass ich am Jo nicht übersehe. Da hört man schon wieder eine Notiz. Irgendwo. So jetzt, aus der Richtung. Jetzt von da irgendwo. Boom. Da hat es anscheinend eine Explosion gegeben, wo ist der Abdruck zurückgeblieben. Angeblich der Ort, an dem zum ersten Mal erfolgreich Bombarder gewirkt wurde, wobei man über die Definition von erfolgreich streiten kann. Datum unbekannt, Anwender nicht mehr zu identifizieren. Ja, leck! Wie geil ist das? Schaut euch das bitte an. In Abdruck an der Wand vom Bombarder. Ja, ich hab schon die Kleidung, die Anti-Rutsch-Kleidung in Kombination mit dem Anti-Rutsch-Trank, mit der Anti-Rutsch-Medizin und man rutscht trotzdem. Also, ich keine Ahnung, wozu es das gibt. Was? Die geht ja trotzdem nicht, die Anti-Rutsch-Rüstung da, man sieht das an, Spiper Girl. Die Ausrüstung, die was man durch die Quest. Reihe, die optionale Questreihe mit dem Journalismus kriegt, mit der Zeitung. Die hab ich. Was? Es gibt zwei? Ich glaube, das ist das Anti-Rutsch-Quant da. Jetzt habe ich aber noch irgendwo eine Kehrerseite. Ja, ich komme näher. Na, irgendwo aus der Richtung? Ich glaube, Hobby? Ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. Poppy will's im verbotenen Wald, okay. Na, jetzt bin ich wieder weiter weg von der Seite. Ich meine, ich verschwende jetzt nicht mehr Zeit damit, aber vielleicht passt die Richtung eh. Ich kenne nur den man kriegt, wenn man die Questreihe mit der Zeitung absolviert. Schaut sich das an. Es passt zwar überhaupt nicht zur Jahreszeit, dass da jetzt gerade Winter ist mit Weihnachten und so weiter, aber da kriegt man fast Weihnachtsstimmung. Wenn es da schneit und da das Schloss weihnachtlich geschmückt ist. Wo hört man da jetzt wieder eine Seite? Rudezo, servus! Irgendwo ist da eine Seite. Ja, okay, aber wenn ich nicht springen kann beim Klettern, ist es halt auch extrem nervig. Rebellion. Ah, jetzt bin ich wieder weiter weg von der Handbuchseite. Ja, ist mir jetzt wurscht. Hier geht's zum Professor Fig. So. Da ist auch wieder irgendwo eine. Das ist ein Wahnsinn. Wie viele Handbuchseiten das es da noch gibt. Das ist so abnormal.
Das ist mein Professor Fig. Ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Das ist so geil. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserfeuer vorbeizukommen. Ja. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Oh. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Alle Lehrer kennen das Passwort. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Na. Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sag nicht, das wird jetzt wirklich. Einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit. Wir haben jetzt echt der Professor Sie, Black. Erkläre ich Ihnen alles Weitere. Na. Oh, wie geil! Hopp die Stimme fern, so wie in echt. Wie fühlen Sie sich? Komm. Unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Es ist so wie im Buch, nicht so wie im Film. Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen Elf wegen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir oh mein sehen Gott. Uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Also, nicht zu freundlich sein jetzt. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Alter, wir sind der Schulleiter. So. Jetzt wollen wir kurz die Karten. Wo ist jetzt das Ziel? Wie geil ist das? Welche Fähigkeit meinst du jetzt da? Die im Untergrund bei Pagal? Wo ist die? Wo genau ist die? Hä? Mein Gott, was ist denn da? Wieso kann ich denn da nicht? Es ist ein fix vorgegebener Weg. Ich kann keine Flohflammen benutzen jetzt da. Ich glaube, das hätte ich auch ein Spürbild zusammengehauen, wenn ich da zu viel Möglichkeiten habe, dass ich mich bewege. Ja, jetzt lass uns das nicht zu. Ich kann nicht einmal zaubern oder irgendwas momentan. Nee. Er war ja nicht zu viel Aufwand. Hobby wenigstens. Ja, wenigstens ist das Tagebuch-Hobby, das mir den richtigen Weg zeigt. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Na. Oh. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber... Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und okay. Nun ja. Was? Ach ja, nun heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Auch da ein Potenztrank? Ja, dann stellen wir halt bloß. Ich bin ja eher, es ist jetzt ja völlig wurscht. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei.
Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Was kann der Schulleiter wollen? Ja, da gibt es eine Fähigkeit tatsächlich. Ja, das... das kann ich nicht einmal schätzen. Keine Ahnung. 400. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Aha. Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Im Augenblick mit Professor Black stimmt etwas ganz und gar nicht. Diptam und Bubotubler-Eiter? Ja, man kann mal, ja. Kann man Roboter und so bauen? Professor Black, das ist praktisch. Wie bereits gesagt, für unsere Gefährte und alles. Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Hm, warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Okay, dann ist der Elf in der... Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? ...großen Halle. Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Ministerium annahm. Hä? Wieso funktioniert jetzt das Dings nicht? Wieso? Mein Gott, Alter. Was ist denn jetzt wieder? Hallo? Das ist manchmal so verpackt. Mit der Karten. 1040 Stunden. Es ist arg. Genau, kann ich jetzt nicht. Na. Mhm. Jetzt zeigt es mir komischerweise den Zielpunkt nicht mehr an. Mei, was hat's denn da jetzt? Grutze Dirken. Ja, ich geh einfach rein, vielleicht kommt's dann wieder, wenn ich einen neuen Bereich gelohnt habe. So. Es ist kein Pfad für offenes Auftragsziel verfügbar. Warum? Das ist die große Halle. Boah, das ist gerade nervig.
bist du? Ich finde doch niemals mehr zurück in die große Halle. Wieso ist kein Pfad verfügbar? Was willst du von mir? Das müsste da jetzt die große Halle sein. Der Schulleiter, er kommt hierher. Miss Broom, auf ein Wort. Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen, schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Da muss ich das so... jetzt ist der Punkt wieder da. Na, Gott sei Dank. Jetzt haben wir ein, ist das Ziel wieder angezeigt. Keine Ahnung, was da wieder war. Aber da muss ich das checken, der Hauself. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann... Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Oh. Hallo, Professor. Okay. Professor Weasley, wie schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Ja. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Und ich vermisse ihn nicht. Das ist mir klar. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der fünften Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Das muss jeder checken. Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Ui, es schneit. Professor Fig Zeit verschaffen. Wow. So, wo ist jetzt der Hauself? Professor Black ist zufrieden mit Grobe Arbeit. Ja, da ist er. Das weiß Grobe ganz genau. Scrooge! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grobe schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Aha. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Mhm. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Ich, Der Meister erinnert sich doch sicher? Was ist denn das Familienmotto für die Blacks? Weißt du, das wäre für euch? Passieren das für ihnen? Ich würde es jetzt nicht verhauen. Immer sauber, stets unbefleckt. Also das muss irgendwas mit reinblütig sein zu tun haben. Stets reinblütig. Ja, das ist, glaube ich, das ist gleich am Stammbaum, oder? Was man sieht im Film, was im Stammbaum sagen. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Hab ich gesagt. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Genau. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst.
Der Meister weiß, dass Scrubs Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Ja, Alter. Wie gestört ist denn das? Was haben wir denn da? Der Trank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Achtung, Schüler. Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den eleganten Bannern von Ravenclaw geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Geil. Jetzt sind die Ravenclaw-Banner erschienen. Ja, leck mich. Ist das geil. Oh je. Jetzt aber flott. Aha. Jetzt muss ich doch da rein. Was hosten? Jetzt kann er wieder nicht laufen. Jetzt will ich mich da oben zurück verwandeln. Dann muss ich mein altes Outfit wieder anziehen. Oh, ist das eh kein verschwindendes Kabinett? So geschafft. Der Trank lässt nach. Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Ich hab so gehofft, dass man zu dem. Dass man zu dem Büro auch hin kann. Vom Schulleiter. Und jetzt geht's wirklich. Ich hoffe, dass es so ausschaut wie in die Filme. Weil das kann ich mich relativ gut erinnern. Das sieht man, glaube ich, das erste Mal von die Filme her beim bei der Kammer des Schreckens. Wo der Fox im Büro ist und abrennt. Jetzt bis jetzt sind es für die geilsten Quests. Dass man da wirklich der Professor Black wird. Auch wenn sie die Interaktion sehr eingeschränkt haben, dadurch, dass man sie nicht teleportieren kann. Und das Schloss nicht verlassen kann. Aber gut, das wäre übertrieben. Da hätten sie ja für das alle Eventualitäten einprogrammieren müssen, einbauen müssen. Dass man als Black unterwegs ist. Und dass man nicht zaubern kann, ja, das ist ein bisschen komisch. Aber da haben sie halt nur begrenzte Dialoge eingebaut. Sonst hätten sie alle Zaubersprüche und alles einsprechen müssen. Ja, ich verstehe es schon. Da ist nämlich irgendwo eine Schriftrolle gewesen. Da. Da habe ich noch nicht gecheckt, dass es so viel davon gibt. Natulle des Feuerkelchs. Der Feuerkelch ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungiert seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier. Woo, cool. Hey, da sind ja noch viel, viel Gegenstände zum Huhn. Die wir jetzt alle holen können. Wenn ich da endlich ins Büro reinkomme. So, da schaut es mal ganz nach. Ja, da ist wieder irgendwo eine. Da war ich überhaupt noch nie. Ich komme näher. Wow. Das ist ja noch voll viel zum Huhn. Ah ja. An dem wird es gescheitert sein. Ich habe nämlich nie Alohomora 3 gehabt. Alohomora. Sehr gut, wenn man das vorher macht mit Mr. Moon, dass man die Alohomora 3 leert, weil wenn man dann weiterspielt, kann man viel mehr Rebellion binden. Schal mit dem goldenen Schnatz. Er schreibt da? Geh. Woher denn da jetzt schon wieder eine Schriftrolle? Jawohl, wieder nicht identifizierter Gegenstand. Das ist ja voll nahe irgendwo eine Schriftrolle. Das ist halt das Blöde, dass man da nicht weiß, ob es hinter einer Wand ist oder in einem anderen Raum. Da zählt, glaube ich, nur der Abstand zu der Schriftrolle.
Wieder Alomora. Jetzt will ich mir dann einmal einen Termin suchen. Für was Besonderes. Piper Girl, habe ich dir schon verraten, was es geben wird? Ein Harry Potter Quiz. Nebenbei wieder ein bisschen Lego. Wahrscheinlich. Und ein Videospielquiz habe ich auch vorbereitet. Problem ist nur immer im Sommer, wenn's halt, wenn ich halt will, dass es ein bisschen frischer ist oder halt zumindest nicht gar so schön. Aber gut, so ein Harry Potter Quiz, das würde ich am Abend machen. Am Abend. Ich meine da... Oh mein Gott. Was ist denn das? Wow, wie cool ist das? Aber da brauche ich einen Schlüssel. Und der Wasserspeier, der ist sicher eine Schriftrolle. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Revelio. Ja. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer... sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Also in die Bücher haben alle Lehrer das Passwort zum Büro vom Schulleiter. Und wie ich den besonderen Schlüssel kriege und da, wie ist das nochmal schnell gegangen? Was hat es mit der auf sich gehabt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Lumos. Ah! Da in dem Gebälk ist irgendwo eine Motte und die muss ich da herführen. Es ist die Treppe wahrscheinlich zu dem Raum auf. Da hupfe ich nochmal ganz kurz zurück. Weil da haben wir ja so ein Dings gehabt, oder? So einen Balken unten. In Sternform. Können nur mit Lumos anlocken, die. Ah, nein. Das war gar nicht so ein Balken. Da. Da ist die Motte. Komm her, Motte. Wie cool das da ausschaut. Die Lampions da. Da hätte ich mir eigentlich auch Dings erwartet, muss ich sagen. Eine Schriftrolle. Ich weiß gar nicht mehr, was mir die geben. Was kriege ich da nochmal schnell dafür? Ah, Schriftrollen. Handbuchseiten, okay. Passt. Und jetzt sagen wir, ein Wasserspeier ist Passwort. Mal schauen, ob da hinten... Ah, da ist eine unsichtbare Barriere. Toujours pur. Okay, ist so nicht so eine coole Animation wie im Film. Das haben sie richtig gut gemacht im Film. Der Wendel. Mit der Wendeltreppe. Aber es ist okay. Großen Zaubererfamilien Mottos haben? Rebellion. Ja, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, dass da jetzt Handbuchseiten gibt. Weil da ist es nicht vorgesehen, dass man herkommt. Und die Erklärung für die Handbuchseiten ist ja, dass die Professor Weasley, glaube ich, oder zumindest irgendwer von den Professoren, die Handbuchseiten für ihn in Hogwarts platziert hat, damit er lernen kann. Also für uns. Schlafende Porträts. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die täglichen Herausforderungen der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei. Manche ziehen es vor, die Möglichkeit, ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Okay, es ist nicht so großes Büro, kommt man vor wie im Film. Da ist noch eine Handbuchseite irgendwo. Oder können wir noch ein bisschen plündern? Und das Gute ist, dass ich alle Humore habe. Das dürfte so ein One-Hit-Wonder-Chance sein, dass ich da reinkomme in das Büro. Ich glaube nicht, dass wir da so schnell wieder reinkommen.
Also da ist jetzt perfekt, dass ich wirklich das mit Alomora fertig gemacht habe. Oh! What the heck? Nicht der Ernst. Oh mein Gott. Was habe ich denn da jetzt aufgestöbert? Kann ich da dann, wenn ich aufgesperrt habe, wieder herfliegen mit dem Besen? Oder ist sogar eine Teleportflamme da herum? Ja, dann nehme ich das wieder zurück, dann kann ich wahrscheinlich immer wieder her. Achso, hab ich bei Alomora nicht gehabt. Oh mein Gott. Professor Black, bezüglich Ihres Briefes vom 20. September, ich werde den Zulassungsprozess für Hogwarts nicht überdenken. Hochachtungsvoll, Ferris Bevin, Zaubereiminister London. Achso, er wollte schon wieder nur Reinblüter haben. Was hab ich denn da jetzt, bitte? Na, ich glaube, dass das jetzt... hä? Ist das der Schlüssel für die Tür unten? Der Schlüssel der Zulassung. Oh mein Gott. Ist das gerade voll? Was Kontrolle. Ein Globus? Das sind nicht zum Aufmachen. Das sind immer nur zum Andrehen. Da kann man immer so interagieren mit den ganzen Sachen. Warum tue ich das? Achso, warte mal, das ist noch einer. Okay, das habe ich schon gedacht. Da kann man tatsächlich einmal einen öffnen, weil bis jetzt habe ich noch nie einen öffnen können. Schlüssel der Zulassung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Unten ist das Büro. Es ist jetzt doch ein bisschen größer als erwartet, das Büro. Durch das, dass das jetzt auch noch dazugehört eigentlich, der Außenbereich. Oh, der sprechende Hut. Dieser verzauberte Hut wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schule einzuteilen. Mit Hilfe der Legilimentik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Wow! Das wäre ein geiler Skin für mein Outfit. Das ist noch ein Schloss. Das muss man machen. Ist Pflicht. Das Quest ist gerade eins von meinen Highlights im ganzen Spiel bis jetzt. Was habe ich denn da jetzt wieder aufgestöbert? Oh, oh mein Gott, ich bin im Schlafzimmer von Professor Black. Meine Güte. Einfach den Schulleiter bestohlen. Wie? Das ist gerade voll genial! Was, wo ist denn da jetzt die Schriftrolle? Die ist ja voll nah. Ich sehe es nicht. Hä? Ah, die könnte über mir auch sein. Ich hätte es ja cool gefunden, Bett des Schulleiters als Schriftrolle. Wobei es einfach keinen Sinn macht, dass da welche platziert sind, aber ja. Wahnsinn. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Ich würde es jetzt unbedingt noch weiter erkunden. Hat das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Apothekenbeleg. Heiltrank gegen Furunkel. Ein Fläschchen. Trinken wir seinen Kaffee aus. So, wo ist jetzt die Schriftrolle? Oben irgendwo. Ah, was haben wir da noch? Obstschwein? Ist Denkarium! Warum ist es Denkarium keine Schriftrolle?
OMG. Das muss der Podest sein. Beim Schreibtisch im Schlafzimmer? Ich bin froh, Herr Geisch, dass du die Erste bist, den Dings findet. In Neigen, die Neige Belohnung, Kanalpunkte-Belohnung mit dem Hey. Der wird übrigens extra wegen dir hauptsächlich eingeführt. Wegen dir und den Snipe-Stacks. Ja, dann geh ich da nochmal kurz zurück. Weil ich hab da jetzt keine am Schreibtisch keine Seite gesehen. Na, da erscheint keine. Na. Nein, leider. Es war nur eine Seite, die schon dort ist und eine Feder, die für selbst schreibt, aber keine, was erscheint. Ich hätte ja da mit einer gerechnet, muss ich sagen, aber das, da ist auch keine. Das verstehe ich überhaupt nicht ganz. Mein, da wird es auch leiser. Wo ist die? Und wie komme ich überhaupt da rauf? Es muss nicht sein, dass das alles da ist. Es kann irgendwo in einem anderen Raum noch sein. Das hat er nie gesehen, der Professor Black. Was ist denn da los? Genau, ja. Oh, das schaut aber die Schwarzmarkt. Jetzt kriege ich ein bisschen Kammer des Schreckens-Vibes. Wenn ich in ein Buch gesaugt werde. Wo bin ich? Professor Fitzgerald! Hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Neve. Ich bin ab. Sie werden eine Farbe erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. What the fuck? Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Gebt's euch bitte, Days. Ich bin. Jetzt brauchen Sie einen Umhang. Ich bin in einem Märchen. Durchquere die Stadt, ohne gesehen zu werden? Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Ja, kann ich zaubern? Nein, ich darf nicht zaubern. Oh! What the fuck? Wie geil ist das gerade? Wie Todesser. Okay. Ich habe mich gerade selbstständig unsichtbar gemacht. Was wäre dann da hinten gewesen? Aber im Hauptspiel kann ich laufen, wenn ich unsichtbar bin. Ah, wo ich. Kann er eh jetzt auch. Das ist gerade. Absolut. Das Quest, ich meine, es ist eine Hauptquest und keine Sidequest, weil die Sidequests sind eher ein bisschen, also wirklich die ganz normalen Sidequests, nicht die Dialoge mit den Hauptcharaktere, die markiert werden immer im bei den Aufträgen, also ich meine jetzt nicht die Aufträge da, die sind auch immer relativ gut, die da mit der Sprechblasen, die dann aktiviert werden mit den Hauptfiguren, aber die sind ja bis jetzt eher ein bisschen schwächer gewesen, die Quests. Aber die Hauptquest, oder? Ist gerade absolut. Einfach das. Dass das jetzt alles mit Professor Black und das Verwandeln in Arm und jetzt das da in dem Buch. Ist gerade ein Wahnsinn. Das ist gerade so geil designed. Können die Häuser rein? Nein. Alter, ich spüre gerade ein Buch, sozusagen. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Oh. Wow, okay, da war ein kleiner Framerate-Einbruch, aber das macht nichts. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Yay! Aha. Wo kommen die Bösen wieder? Das erinnert mir ein bisschen an die Geschichte von den drei Brüdern.
Aber der sieht mit euch, oder? Ich muss den richtigen Moment abpassen. Aha. Also jetzt. Wahnsinn. Alter, ist das geil. Eine Stealth-Mission. Da vorne ist eine Treppe. Verschwinde! Wow! Der Tod. Ich brauche einen Tarnumhang. Dann sieht er mich nicht. Ich meine, ich bin jetzt nicht unsichtbar, aber es. Mit dem Tarnumhang bin ich ultimativ unsichtbar. Wenn ich jetzt ein Heiligtum des Todes auch noch finde, dann drehe ich da durch, gell? Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Ja, dann geh weiter. Wow, da kommen aber ziemlich viel. Aha, dunkler Straßenköter des Todes. Neige Gegnerklasse. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Scheiß mich an. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Boah, das sind viel. Schaut mal auf die Minimap links da muss unten. Ich, hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Ja, warten, bis er sich wegdreht. Ja. Bruno. Mit sie er wohl hoffentlich auch wegbewegen da jetzt. Ja. Scheiße. Aber es ist schon heftig spooky noch dazu. Mit dem Tod, der da schaut. Boah, ist das gruselig. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Nein, ich hab keinen Tarnumhang. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihm vorbei. Oh. Wow. Ich hab. Ich muss kurz Pause drücken. Ich hab keinen Tarnumhang. Ich hab einen Unsichtbarkeitszauber. Und es gibt Unsichtbarkeitstränke auch. Aber einen Tarnumhang und schon gar nicht den Tarnumhang, also das Heiligtum des Todes. Ich hab keine Wahl. Hab ich nicht. Das würde aber da gut dazu passen. Wenn die alten Zauberer für die. Relikte wissen würden. Und da jetzt in dem Buch zumindest von Heiligtümern des Todes die Rede wäre. Wie soll denn da bitte durchkommen? Hallo? Wie soll denn das gehen? Das ist meine Chance. Okay, es geht. Es geht tatsächlich. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Wenn man nur eine Geschichte spielt und jetzt gut reinpassen, finde ich, dass man da einen Tarnumhang kriegt. Oder den Tarnumhang zumindest kurzzeitig, nur in der Geschichte. Dort geht es weiter. Oh mein Gott. Der Umhang. Mysteriöser Umhang. Ich will nicht sagen, dass er das nicht ist. Ich habe jetzt wirklich. Alter, spüre ich gerade sowas wie die Geschichte von den drei Brüdern? Unter Anführungszeichen. Bin jetzt komplett unsichtbar und sie sehen mich nicht mehr. Ja. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Oh, fuck. Der Tod sieht mich auch nicht. So wie bei der Geschichte von den drei Brüdern. Kann ich einen mit Petrificus Totalus betäuben? Na. Oh mein Gott.
Ich glaube wirklich, dass ich einen Tarnumhang habe. Also den Tarnumhang. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Ist das arg? Ja, es wäre dann halt überhaupt... Warte mal. Wir haben ja bis heute eigentlich nie erfahren. Ich bin dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen sie weiter. Doch diesmal können sie sich nicht verstecken. Wir haben ja bis heute eigentlich nie erfahren... Nutzen sie den Zauberstab vor ihnen. Vergeuden sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Wenn das jetzt der Edlerstab ist... Wir haben bis heute nie erfahren, wie der Dumbledore an den Tarnumhang genau gekommen ist. Er hat ihn vom Harry seinen Vater gekriegt. Nur wie hat ihn der gekriegt? Das sind ja die Vorfahren von den drei Brüdern, von der Familie Peverell. Das ist der Elderstab. Das ist der Elderstab! Halt die Fresse! Ich habe den Elderstab. Schaut euch das an, ich habe einen Elderstab. Ich glaube, ich spinne. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Will ich zaubern? Heilige Scheiße! Ich habe keine Zauber belegt. Aber ich habe in Standard-Zauber zumindest. Ja, aber da komme ich nicht durch. Aber ich kann keine Zauber belegen. Oh, ach so! Es sagt mir die Zauber einfach nicht an. Aber. Ich hab zum. Ah, das war ein Bug. Es hat mir die Zauber nicht angezeigt. Weil ich nur die Angriffszauber D4 aktivieren kann. Drum. Naja, das reicht mir. Jetzt spürt's Granada. Was ist das für Ruine da? Wo sind wir da eigentlich? Jetzt geht die Post aber richtig ab, glaube ich. Beende den Kampf zügig. Aha, ich muss da kämpfen. Wow! Hey, bitte nicht jetzt! Hört's auf jetzt da! Wow, shit! Das war ein roter Zauber. Jetzt spielt's Bombarder, ja. Bist denn du, hä? Huh? Oh! Ich hätte jetzt... Ey, wieso sind meine ganzen Angriffszauber schon wieder nicht aktiv? Das ist schon wesentlich stärker als mein normaler Zauberstab, das muss man schon sagen. Und er ladet die Zauber viel schneller auf. Hoppala.
Gefängnis. Ovada. Für dir nur mehr der Stein der Auferstehung sozusagen. Ich möchte gern wissen, wie es mir das dann erklären, dass ich da jetzt die Heiligtümer kriege. Ich meine, ich will es nur für die Geschichte kriegen, das ist eh klar, aber. Jetzt wird der Boss kommen wahrscheinlich. Oh! Na, den Boss habe ich jetzt nicht gemeint. Mach die unsichtbar! Mach die unsichtbar! Haufen soll ich dann Call von die Piers? Ich hätte nicht meine alte Magie verschwenden dürfen, mich trotteln. Ah, es ist wenn ich das Friendly Fire, das ist aber cool. Komm her! Hau ich einer aufs Ding fressen. Komm, ich lauf schon bei einer durch. Jawohl, komm. Ich bin Troll. Jawohl. Alte Magie. Und Bombarder noch. Des Todes. Was ist das Zack? Nur Troll? Sag nicht, ich muss währenddessen in Boda bekämpfen. Warte mal. Nein, kann ich aber nicht. Ich kann nicht auf den Tod ziehen. Wir haben viel rote Zauber, die ich nicht blocken kann. So tot. Was ist? Ah, was ist mit dir? Komm. Ach so. Was ist mit dir, Alter? Bist du jetzt hier geschissen? Alter, was ist denn mit euch falsch?
Da muss ich auch mit Schluss sein, Kruzifix. Okay, ich kann keine Werkzeuge einsetzen. Wow! Jetzt auch richtig zur Sache, hä? Alte Magie! Ich find's gut, dass der Zauberstab so extrem schnell auflohnt. Was ist denn dabei richtig im Aua, wo ist denn der herkommen? Deiner weg und dann kriegst du jetzt auch wie oh Mann, oh mit Alter, da geht's mir gerade zu um zu viel um. Lass mich jetzt endlich gehen! Alter! Der Hund wollte es jetzt wissen! Wie viele Trolle waren das jetzt? Alter, wenn du da nicht den Elderstab hast, bist du im Arsch. Der ist voll schnell aufgelohnt. Bombarder braucht normal eine halbe Minute, glaube ich, bis das aufgelohnt ist. Wie ein Stein der Auferstehung kriegen wahrscheinlich. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Ein schlichter Stein. Die Heiligtümer des Todes. Ich möchte jetzt so gern wissen, was es jetzt da mit dem auf sich hat, was der Hintergrund ist. Mysteriöser Stein. Die hauen da einfach die Heiligtümer ein in das Spiel. Sie sind aber wie können wir nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Unfassbar, dass sie tot ist. Arme Neve. Wie hilft man? Muss ich ihre wieder erwecken? Wie ein Stein? Oh, oh, er lauert schon. Ich muss jetzt ihre wieder erwecken mit Stein, mit ihr Geheimnisse vor. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Hm. Erlebe nie in Neve Fitzgeralds Erinnerung. Warum spricht man das nicht mit Neve aus, wenn man nie am schreibt? Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun.
Der hat ihren Dings echt gut versteckt. Ihren Altar quasi. Scheiße. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Gibt's da eigentlich Asan? Also das war der Main Boss sozusagen. So leichter als die anderen. Weil sonst waren es immer so riesengroße Roboter. Was ausgeschaut haben für Roboter halt zumindest. Was erfahren wir jetzt von ihr? Jetzt bin ich gespannt. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Koboldsilber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen. Die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Nicht, dass das gut ist, ehrlich gesagt. Hä? Jetzt bin ich wieder da? Jetzt ist wieder alles normal? Oh, ja. Gut, dann war das jetzt wirklich einfach die Quest, so wie bei den anderen in den Dungeons. Dann war diesmal kein riesengroßer Boss. Aber das haben sie jetzt mit den Heiligtümern nicht erklärt. Aber das hätte ich jetzt cool gefunden, wenn sie das erklären würden. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Mhm. Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Es war verstörend, extrem verstörend. Ich fand es verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft? Und sie sich zunutze gemacht. Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen doch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten. So frustrierend das auch ist. Ich helps not. Was Sie Professor Bakar erzählten, Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich.
Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Ziemlich. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Okay. Das war's dann nochmal fürs Erste da. Jetzt müssen wir warten, bis die nächste Quest aktiv ist. Dann werde ich jetzt schauen. Also jetzt gehe ich mal die Ausrüstung. Ah, ich glaube, dass das jetzt einmal das Beste ist vorher. Raum der Wünsche, die Ausrüstung aktivieren. Den noch nicht kennen. Weil, da ist sicher was dabei, was mich stärkt. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Jetzt können wir wenigstens wieder Vielsafttränke aufklären. Megapowertränke aufklären. Mhm. Die Handschuhe und die Brille. Die pushen mich zumindest. Ja, ich hab schon gehofft, dass ich jetzt einen Zauberstabgriff kriege, der so ausschaut wie der Elderstab. Aber ich mag es am liebsten, wenn ich keinen Griff habe. Gefällt mir eigentlich am besten. Der hat sogar noch eine Eigenschaft. Reduziert Schaden durch schwarze Magier. 200 Verkaufswert, das ist nicht schlecht. Achso, ich muss das Obertun natürlich auch noch. Ja, kann jetzt oben rumlaufen. Und da brauche ich nur höhere Stufe. Dann verstärkt mich der auch wieder. Sogar ganz schön viel. Und da aber, der wird mich schwächen. Also das kann ich ohne weiteres verkaufen. Jetzt muss ich das. Ich glaube, jetzt geht es dann bald an, dass ich die letzte Besenverbesserung noch kriege. Im Schatten des Berges. Ist mit dem Sebastian, das was ich gerade gekriegt habe, ist wieder Hauptquest. Nix Abflug. Okay. Jetzt ist interessant, weil vom Dieg die Quest, die was er mir jetzt antragen will, mit Phönix Abflug, klingt extrem interessant. Die darf ich auch nicht vergessen, dass ich die mache. Die muss ich definitiv im Auge behalten. Die Schattengegner sind jetzt auch in das Portfolio aufgenommen worden. Also ein paar Sachen kriegt man wirklich nur durchs Absolvieren von Mainquests. Ja, Überraschung, eh klar. Da waren auch wieder neue Schriftrollen dabei, etliche. Ach so, jetzt komme ich gerade drauf. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Shit, wo war denn jetzt da? Ich habe den Schlüssel gekriegt. Den Auswahlschlüssel, oder wie der heißt. Wo ist denn jetzt das Büro vom
vom Schulleiter. Geh. Warf ihn dir nie mehr hin. Da, geheime Räume, Kartenkammer, da kann ich mich her teleportieren. Ich Volltrottel. Wo ist denn das Büro vom Schulleiter gewesen? Das war da in irgendeinem hohen Turm. Vielleicht finde ich es von außen mit hinfliegen, wenn ich die hohen Türme abfliege. Das könnte ich machen. Ja, beim Hauptquest vom Sebastian Nate, da kriege ich sicher nicht. Avada Kedavra. Ich will Nati Hoppy. Na, also die nächste Quest mit dem Sebastian, wo ich einen unverzeihlichen Fluch kriege, der ist noch nicht da. Das waren die Sprechblasen da mit ihm. Ich muss jetzt irgendwie ins Freie kommen auf schnellstem Wege. Einmal kurz in Hogwarts und dann schauen, dass ich die Türme abfliege. Nur ganz, ganz flott die Karotte. Dass ich da die Türme abfliegen kann, weil ich jetzt gern den Schlüssel ausprobieren würde. Wenn ich da überhaupt reinkomme jetzt in das Büro. Wenn er da ist. So. Welcher Turm könnte das Büro gewesen sein? Und kann ich überhaupt so hoch fliegen? Das ist die andere Frage. Wo könnte das Schulleiterbüro sein? Okay, ich kann zumindest so hoch fliegen. Das ist jetzt der höchste Turm. Aber wo ist das Büro? Hm. Ich habe das alles noch nie abgeflogen. Komme ich gerade drauf. Zum Beispiel da. Da war ich noch nie. Landen ist. Ist eh verfügbar, was hast du denn? Da ist sogar ein zugespielte Tier. Wie geil ist denn das? Alohomora. Ist nur ein Schloss auf Stufe 1. Ach so. Ein Eingang. Wo bin ich denn da? Ich bin im Ravenclaw Gemeinschaftsraum. Okay. Das ist aber geil. Dann kann ich jederzeit von da gleich losfliegen. Wenn ich aus irgendeinem Grund einmal im Ravenclaw-Turm bin. Aha. Aber oh, wo geht ich? Ich hab schon gedacht, ich komme jetzt nicht mehr raus. Wo ist denn da jetzt bitte der Professor Black? Wieso kann ich jetzt nicht losfliegen von da? Ah, jetzt geht's. Hm. Der könnte halt überall sein. Da wäre so eine Schräge. Das könnte sein. Das schaut jetzt nicht so verkehrt aus da. Die Frage ist nur, ob ich da landen kann. Ah, kann ich nicht. Ja, ich hab's irgendwie austrickst. Alohomora. Es ist zwar wieder ein Schloss oben. Ja, vielleicht ist es gar nicht das richtige Büro. Vielleicht ist es jetzt gar nicht seins. Oder sie haben es von außen wieder zugesperrt. Ja, sicher ist es das. okay, die Treppe wird wieder aufgebaut. Schlüssel zu Anns Rettung. Ganz gewiss. Ja. Treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Und jetzt so, das ist die nächste Quest. Das wird Avada Kedavra sein, was er mir jetzt gerade geschickt hat. Wow. Das ist mein Schloss. Was finde ich denn da jetzt bitte?
Oh mein Gott, löse die Geheimnisse von Hogwarts. Ich hab wieder ein Geheimnis gelöst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da ist der Raum. Wow. Feder der Aufnahme und Buch der Zulassung. Die Feder der Aufnahme und das Buch der Zulassung wurden von den Gründern hier platziert und sind seither unangetastet geblieben. Sie tragen den Namen jedes angehenden Hogwarts-Schülers ein, sobald er erste Anzeichen von Magie zeigt. Obwohl die Feder nachsichtiger ist als das Buch, das manchmal zuschnappt, bevor ein Name eingetragen wird, wenn die Anzeichen von Magie nicht dramatisch genug sind. Oh mein Gott. Wahnsinn. Das ist es also. Da steht in ein paar Jahren Harry Potter drinnen. Und davor steht noch drinnen Tom Warlost Riddle. Ah ja, da genau. Beim Dings waren wir da herum. Im Trophäen. Im Trophäenraum bin ich durchgegangen. So. Sebastian. Jetzt holen wir uns Avada Kedavra. Im Schatten der Hoffnung. Ich habe Angst, dass das jetzt richtig wütend daneben geht. Das könnte eine richtig brutale Quest werden. Jetzt wird der Sebastian komplett auf die dunkle Seite abrutschen. Aber wir brauchen ja nur für die Main Quests. Also ganz so schlimm kann uns nicht ausgehen. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Armin es auch davon? Er half, das Skriptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Ich hab Angst. Sebastian. Und das jetzt war, dass mein Onkel Ominous umbringt mit Avada Kedavra. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen nur Anne in die Katakombe bringen und rausfinden, wie wir ein dunkles Opfer da bringen. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. So wie das einmal aktiviert, das Quest. Das Avada Kedavra Quest haben wir jetzt einmal aktiviert. Thank you.
habe sehr Angst vor dem Quest, ich sag's euch. Ich meine es wirklich ernst, ich habe echt Angst, dass das vollgas eskaliert. Aber es ist ja nur optional. Ich muss ja die unverzeihlichen Flüche nicht kriegen. Ich kann mir zumindest nicht in Hauptprogress damit verhauen. Also das geht 100% nicht. Das ist eh ganz klar. Aber die Frage ist, ob ich dadurch automatisch auf die dunkle Seite komme. Weil das soll irgendwie noch Einfluss haben im Spiel. Und wenn ich das mache, dann hat es wahrscheinlich die Konsequenz, dass ich mich dann nicht mehr umentscheiden kann. Vielleicht bin ich dann fixer, böser Zauberer oder sowas. Irgendwas muss das bewirken. So, ich möchte jetzt da gerne ein bisschen was erledigen. Bevor ich im Schatten des Berges mache. Der Himmel ist die Grenze, mache ich jetzt. Ist mir jetzt wurscht. Ich hau mich da jetzt um mich. Ich muss da eigentlich die Region einmal erkunden. Ich suche schon so lange nach einem Grund, dass ich da endlich um mich umkomme. Sieht interessant aus. Wie unverschämt! Ich habe halt nicht vergessen, dass ich da jetzt in einer Kobold. Verseuchten Höhle. Jetzt bin ich das nicht mehr gewohnt, dass der Dings herum taucht. Zauberstab. So. Bisschen leiser sein jetzt da. Und unsichtbar werden gleich einmal. Das war jetzt gleich richtig witzig. Da ist jetzt gleich gut losgegangen. Muss ich jetzt weiterarbeiten. Ich muss jetzt nämlich einen relativ großen Bereich durchqueren. Revelio. Muss ich viel mit Stealth arbeiten. Petrifico Totalus. Mark, komm, was ist denn? Wieso kann ich das nicht aufklappen? Tja, jetzt da. Knappig. Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Ist jemand da draußen? Ich muss den ablenken jetzt da. Zeig dich, wenn du darfst. Okay. Dieses Mal habe ich wirklich was gehört. Magst du Schmerzen? Scheiß drauf. Berüchtigte Gegner, das war Ogert der Seltsame, das war ein berüchtigter Gegner. Da wartet wieder Handbuchseite anscheinend. Ah,
Ah, das ist optional. Ui. Ui, 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 ui. Rebellion. Ich bin bald bei der nächsten Teleportflamme. Sehr gut. Und während wir das da jetzt machen, wird sicher die Quest von Sebastian aktiviert mit der Avada Kedavra. Kann man nicht vorstellen, dass das ewig lang dauert. Was habe ich denn da drüben eigentlich alles vergessen? Achso, da ist noch ein optionaler Weg nach oben. Komm ich da mit dem Pulsar rein? Ja. Hey, gib mir das Sackel, oder? Hallo. Es hängt doch fest. Jetzt geht's. Komisch. So. Wurscht. Solange ich es mit Wingardium Leviosa und Accio aufheben kann, ist es wurscht. Da ist jetzt die nächste Teleportflamme. Und jetzt habe ich die Region erreicht. Jetzt kann ich jederzeit daher wieder. Passt. Schön, dass wir uns sehen. Revelio. Ist die Seele. Mir würde es schwer wundern, wenn ich von da nicht losfliegen könnte. Die Tatsache, dass dieser alte Muggelkompass hier fallen gelassen wurde, bedeutet wahrscheinlich, dass der Muggel, der ihn verloren hat, mittlerweile durch Wales wandert. Ah, super! Dankeschön fürs Folgen! Herzlich willkommen! Ich könnte jetzt da losfliegen. Aber ich würde mich ehrlich gesagt gern noch umschauen da. Schaut ganz interessant aus, das Gebiet da. Aha, na. Okay, okay, okay. Das ist der Fußweg. Dann werde ich, glaube ich, die Teleportflammen abklappern. Wow. Mondstein. Oh, das sind Gegner. So, dann werde ich da jetzt kurz einmal einen Flug am Besen wagen und die Ballons platzen lassen. Und ob da im Moment ist es dann eh Open World in dem Gebiet. Und ich kann jederzeit überall hinfliegen. Was sind die restlichen Ballons? Ui, da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Wow. Ganz viele Prüfungen Merlins. Aber ich habe ja als nächstes Ziel Day Quest da. Ich muss nur kurz schauen, wie viele Teleportflammen sind da am Weg. Da unten ist eine. Die könnte ich mir vorher aktivieren. Weil da wäre wieder ein Grab des Verrats und eine Prüfung Merlins. Nur, dass ich die Flammen aktiviere zumindest. Ich muss ja nicht zwingend die Gräber und alles am Weg hin erledigen. Ich muss ja nur
die Flammen so weit aktivieren, dass sie jederzeit wieder dorthin zurückkehren kann. Und da ist ein Troll unten. Wow. Das ist ja cool, ist das... Sieht recht dunkel aus. Wow. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Lumos. Wow, wow, wow. Ja, das Grab des Verrats. Da haben wir es aktiviert. Flamme, da kann jederzeit wieder daher zurückkehren. So. Jetzt wird es abklappern am Weg zur Quest. Die ganzen Teleportflammen, wie ich es schon damals gemacht habe, wie wir damit begonnen haben. Mit dem Ganzen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Dann kann ich jederzeit wieder überall sofort hin zurück, wo ich wohin will. Dann sparen wir lange Laufwege dorthin. Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ja. Da sind auch zwei Gegner. Dann ist da wieder eine Flamme. Das geht dir gut voran. Ah, das sind wieder Tierwesen. Aha. Oh, das... Ist das da hinter dem... Hinter der Klippe? Schaut ganz so aus, ja. Ah, da. Königsberghöhle. Vielleicht brauche ich die Höhle dann eh für die Quest vom Dig. Das könnte tatsächlich sein. Weil es um einen Phönix geht bei der Quest. Oh Mann, da ist ein Troll. Und da sind, glaube ich, gerade Gegner aufgedacht wegen mir. Aber es ist mal kein Kampf. Symbol angezeigt worden. Dass das Gebiet jetzt nochmal so riesig ist, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das habe ich gar nicht bedacht. Dass da nochmal so ein großes Gebiet kommt. Ja, die Besenverbesserung, die wird sicher praktisch sein. Weil ich dann ja mal Ecken schneller durchwert, nehme ich mal an. Weil da wird dann froh sein, wenn ich das alles abklappern kann. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. So. Oh, das ist düster. Und extrem viele Gegner sind da. Wahnsinn. Okay, das ist gerade ein bisschen zu umfangreich für einen Stream, Leute. Ich werde die Nebenaufgaben da bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Stream erledigen. Und dann setzen wir direkt bei der Quest mit der Imelda fort. Machen wir so? Das passt, glaube ich, ganz gut da jetzt für die Primetime zum Aufhören. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Würde mich zumindest sehr freuen, wenn ihr bald wieder dabei seid und wenn ich bald wieder Zeit finden würde. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wie immer passt es ganz gut auf euch auf. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Baba. Ciao, Leute.